Hellgate London war die Schöpfung der Diablo-Macher. Sie hatten sich von Blizzard getrennt, um Diablo in die dritte Dimension zu heben und quasi mit Quake zu kreuzen. Eine 3D-Welt mit zufälligen Dungeons und zufälligem Loot, atemberaubender Grafik, Single- sowie Multiplayer-Modus und wahlweise First- oder Third-Person-Perspective. Es hörte sich bombastisch an. Der Spieler jagte Dämonen in einer düsteren Zukunftsversion der Erde. Hellgate zierte vor dem Launch über 60 Zeitschriftencovers als Promotion. Doch 9 Monate nach dem Release war die Firma geschlossen und die Server offline. Was war geschehen? Erfahrt es in den kommenden Minuten. David Berwick hatte bereits in seiner Highschool-Zeit die Idee zu Diablo gehabt. Nachdem er mit dem College fertig war, wurde er von einer kleinen kalifornischen Clipart-Firma zur Programmierung von Gordo 106 The Mutant Lab Monkey angeheuert, wodurch er das Brüderpaar Max und Eric Schäfer kennenlernte. Zusammen mit den beiden Zeichnern gründete er Condor Games, die nach einigen Portierungsaufgaben für Acclaim und Sunsoft mit der finanziellen Unterstützung von Blizzard Entertainment tatsächlich ihr erstes eigenes Spiel Diablo verwirklichten. Obwohl Diablo das Weihnachtsgeschäft um gut eine Woche verfehlte und genau zum Jahreswechsel erschien, verkaufte es sich im ersten halben Jahr bereits über 1 Million Mal. Der Nachfolger Diablo 2 kam sogar ins Guinness-Buch der Rekorde, weil er die gleiche Menge innerhalb von nur 2 Wochen verkaufte. Im Wechselrhythmus zwischen neuen Warcraft- und Diablo-Spielen führte Blizzard über Jahre hinweg die Verkaufscharts mit dem bestverkauften PC-Spiel überhaupt an. Doch das kleine Condor Games Team, was mittlerweile zum milliardenschweren Vivendi Universal-Konzern gehörte, hatte ursprünglich geplant, ein eigenständiges Studio zu werden. Nun hießen sie Blizzard North und hatten sämtliches Mitspracherecht verloren. Während sie parallel an Diablo 3 und dem Spin-off Starblow arbeiteten, stellten sie Vivendi Universal im Juni 2003 ein Ultimatum. Sie wollten die Kontrolle über ihre eigenen IPs erhalten. Um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen, reichten sie zusammen mit den Forderungen ihre Kündigungen ein. Zu ihrem Bedauern akzeptierte Vivendi schlichtweg die Kündigung und die Stars, deren Spiele sich mehr als 5 Millionen Mal verkauft hatten, saßen gänzlich unerwartet auf der Straße. Am darauffolgenden Tag trafen sich David Brevik, Max und Eric Schäfer sowie Bill Roper in Davids Wohnzimmer und beschlossen die Gründung der Flagship Studios. Bill Roper war Blizzard-Produzent von Warcraft 1, Warcraft 2, Starcraft sowie den Diablo-Spielen gewesen und sollte Flagships Geschäftsführer werden. Davon abgesehen hatten sie keinen direkten Geschäftsplan. Sie setzten alles auf eine Karte. David schlug an dem Tag das Konzept von Hellgate London vor. Es sollte eine Kreuzung aus Diablo und Quake werden, ein zufallsgeneriertes Action-Rollenspiel aus der First-Person-Perspektive. So etwas hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Die anderen versuchten es zunichte zu machen, aber das Konzept schien solide zu sein und so pitchten sie es an alle namhaften Publisher. Der japanische Automatenhersteller und Videospieleentwickler Nemco war der erste, der auf Hellgate London ansprang. Nemco wollte zu dem Zeitpunkt auf den PC-Markt vordringen und die Flagship Studios sollten der erste Entwickler in diesem Feldzug werden. Also schossen sie Flagship die geplanten Entwicklungskosten für Hellgate London vor und das Quartett konnte beinahe ihr gesamtes altes 30-Mann-Team wieder neu anheuern. Ob Deus Ex und Vampire the Masquerade Redemption auf dem PC oder die Final Fantasy und Dragon Quest Reihen auf den Konsolen. Schon zum Diablo 2 Release im Jahr 2000 war 3D allgegenwärtig gewesen. Das bei Blizzard North entstandene Diablo 3 sollte ihr letztes 2D-Spiel werden. Parallel hatte das damalige Blizzard North-Team bereits an einem Weltraum-Spin-Off zu Diablo namens Starblow gearbeitet und damit hinreichend Erfahrung auf dem Gebiet der 3D-Engines gesammelt. Ihre Vision für Hellgate
war nicht nur Nahkampf-Gameplay mit Schwertern und Fernkampf mit Schusswaffen zu kombinieren, sondern dem Spieler ebenso die Wahl zwischen Ich-Perspektive à la Quake oder Third Person wie in Tomb Raider zu geben. Obendrein sollte Hellgate eine Charakterentwicklung wie Diablo bekommen, ein umfangreiches Inventar, Herstellungssystem und vieles mehr. Dinge, welche die damals verfügbaren id Tech und Unreal Engines nicht boten. Statt eine dieser Engines für mehrere hunderttausend Dollar zu lizenzieren und umfangreich umzubauen, beschloss das Flagship-Team daher, ihre eigene 3D-Engine zu programmieren. Bereits ein Dreivierteljahr später, wenige Tage nach dem Start von Blizzard Entertainment's World of Warcraft Closed Beta, kündigten Flagship Studios und Namco die Hellgate-Entwicklung offiziell an und ließen ihr auf der E3 2004 einen ersten Trailer folgen. Er sagte noch nicht viel aus, aber das Hellgate-Setting hörte sich atemberaubend an. Es war ein Diablo-ähnlicher Plot vom Kampf der Menschheit gegen Dämonen, kombiniert mit einer echtzeitgenerierten 3D-Welt in einer Terminator-artigen postapokalyptischen Zukunft. In dieser Welt sollten die Spieler mit einem breiten Waffenarsenal aus Maschinengewehren, Laserschwertern, magischen Zaubern und Beschwörungen gegen Zombies, Dämonen und weitere H.P. Lovecraft-artige Kreaturen antreten. Der große Durchbruch von World of Warcraft stand noch aus, aber die Spielergemeinde hatte dank Electronic Arts und Sony Online Entertainments MMORPGs bereits gelernt, was monatliche Abogebühren waren, weshalb es sich umso genialer anhörte, dass Hellgate London genau wie Diablo kostenlose Online-Multiplayer-Partien anbieten wollte. Ein weiteres Jahr später, auf der E3 2005, überraschte Flagship Studios mit einem 5-minütigen Cinematic-Trailer ihres 3D-Hack'n'Slay-Titels. Was der Öffentlichkeit zeigte, dass die Genies von Flagship nicht nur beim Spielkonzept an ihre bekannten Leistungen anknüpften, sondern ebenso umwerfende Zwischensequenzen abliefern konnten, für die früher Blizzard Cinematic Department zuständig war. Die Begeisterung der Fans wuchs ins Unermessliche. Doch noch im selben Jahr steuerte Flagship auf ihr vermutlich größtes Problem zu. Ihr Publisher, Namco, fusionierte zum Jahresende mit Spielzeughersteller Bandai. Die neue Namco Bandai Holdings Inc. bestand zu 57% aus Bandai-Firmenanteilen und das Ende März 2006 gegründete Bandai Namco Entertainment hatte keinerlei Interesse mehr, auf den PC-Markt vorzudringen. Was man ihnen aus Marketing-Sicht nicht mal vorwerfen kann, denn Konsolen fingen zu der Zeit enorm an zu boomen und der Marktanteil von PC-Verkäufen sank unter 15%. Für das Flagship-Quartett brachte es jedoch gänzlich neue Herausforderungen mit sich. Zum einen brauchten sie generell einen neuen Geldgeber und zum anderen schwamm ihnen ihre gesamte Backend-Technologie davon. Denn Namco war nicht nur Finanzier, sie sollten ebenso die Hellgate-Server zur Verfügung stellen. Was bedeutete, Flagship brauchte entweder Ersatz dafür oder musste noch mehr Kapital aufbringen, um selbst die Server stellen zu können. Das Resultat waren Vertriebsverträge mit mehreren Firmen für die verschiedenen Länder dieser Welt. Electronic Arts sollte Hellgate nun statt Namco in den USA vertreiben, während The Nine sich um China kümmerte, IAH um Südostasien und Hanbit um Korea. Insgesamt waren nun 17 verschiedene Sprachen für den Release geplant. Der asiatische Raum war, was MMOs anging, schon damals eine viel größere Einnahmequelle als Nordamerika und Europa zusammen. Zunächst illegale Ultima Online-Server hatten dort zu einem enormen Boom und MMORPGs wie Lineage geführt. Blizzard Entertainment hatte das bereits Jahre zuvor erkannt und ebenfalls Kooperationen mit Hanbitsoft und so weiter geschlossen, wodurch Bill Roper überhaupt erst auf die Idee kam. Hanbitsoft sollte nun Flagships größter neuer Partner werden. Zusammen mit ihnen gründeten die Flagship Studios Besitzer eine zweite Firma, PingZero. PingZero sollte die gesamte Servertechnologie für die USA und Europa zur Verfügung stellen. Zur Zeit des ersten Diablo hatte das Blizzard North Team noch keinerlei Ahnung von dieser Technik gehabt. Tatsächlich war Mike O'Brien vom Blizzard Hauptsitz maßgeblich für die Programmierung des Battle.net verantwortlich gewesen. Aber er und sein Spezialistenteam hatten Blizzard ebenfalls verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, ArenaNet.
Deren Guild Wars war 2006 quasi ein direktes Konkurrenzprodukt zu Hellgate geworden. Flagship musste also neue Experten dafür anheuern. Und obwohl sie klare Vorstellungen von der Technologie hatten, brauchten sie ebenso einen Beweis dafür, dass ihre Technik funktionierte. Schließlich wäre es extrem ungünstig, das alles beim Release zu testen und dann mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Deshalb stellte Flagship Ende 2006 ebenso Travis Baldry ein. Travis hatte im Mai 2005 das Diablo-ähnliche Fate programmiert und sollte nun einen Netzwerktest entwickeln. Dieses Testprogramm sollte sich idealerweise auf bekanntem Terrain bewegen. Ein simples, aber spaßiges Hack-and-Slash-Game mit der typischen Kameraperspektive und cartoonartigen Grafiken, um möglichst viele Tester anzuziehen und sich gleichzeitig aufs Gameplay konzentrieren zu können. Es war quasi ein Massively Singleplayer-Game und Flagship taufte es Missos. Es gab eine Stadt mit Oberwelt und einem Dungeon darunter, wie in Diablo. Missos bot zunächst nur drei Charakterklassen. Den typischen Krieger, Bloodletter getauft, weil er zusätzlich aus dem Blut seiner Opfer gruselige kleine Kreaturen erschaffen konnte, dann den Engineer mit Feuerwaffen und Kampfdrohnen und zuletzt den Pyromancer, der wie der Name vermuten lässt, mit Feuerbällen um sich warf. Diese wurden mit drei etwas abgedrehteren Völkern kombiniert, den gehörnten Satyrs, winzigen Gremlins und gewöhnlichen Menschen. Kontrolliert wurden die Avatare fast ausschließlich mit der Maus. Mit einem Linksklick zum Angriff und Rechtsklick für Spezialfähigkeiten. Es gab das gewohnte Gegenstandskonzept mit zufälligen magischen Eigenschaften, was die Spieler erneut Items farmen ließ. Tausende Tester spielten und liebten es. Missos-Entwickler Travis Baldry lebte in Seattle und so nutzte Flagship die Gelegenheit, dort im Dezember 2006 ein zweites Studio zu öffnen, um so schneller neue Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten einstellen zu können. Es gab nun Flagship San Francisco, Flagship Seattle und Pink Zero in San Francisco. Auf diese Weise wuchs die kleine Firma im Verlauf von 2006 von den ursprünglich geplanten 25 Mann auf über 100 an. Die Entwicklung von Hellgate London selbst schritt 2007 wie geplant voran. Das Spiel umfasste mittlerweile 6 Charakterklassen von 3 verschiedenen Fraktionen. Die Templer waren heilige Krieger, geschmückt mit Hightech-Rüstungen. Sie boten den Guardian mit einem großen Schild, Schwert und Defensivfähigkeiten. Oder den Blademaster, einen angriffslustigen, beidhändig mit Schwertern bestückten Krieger, der ebenfalls Schusswaffen einsetzen konnte. Die Hunter waren ein Mob aus Ex-Special Forces-Anhängern, Wissenschaftlern und Söldnern. Ihr Marksman spezialisierte sich auf Ausweichen, Schusswaffen und Genauigkeit, wohingegen der Engineer weniger auf Angriffe setzte und stattdessen Debuff-Drohnen und Angriffsroboter verwendete. Die Kabal boten Evoker, die Magie in brutale Angriffszauber verwandelten, und Conjurer, welche Elementare beschworen, die an ihrer Seite kämpften. Diese Klassen spiegelten eindeutig Elemente von Diablos Paladin, Necromancer und so weiter wider, was extrem ansprechend für ehemalige Diablo-Spieler war, besonders jene, die Beschwörerklassen in folgenden Action-Rollenspielen vermissten. Entgegen seinem Vorvater spielte sich Hellgate jedoch wie ein komplett anderes Spiel, abhängig von der gewählten Charakterklasse. Das war eine der größten Hürden für neue Spieler. Als Nahkämpfer offenbarte sich der Bildschirm direkt hinter dem Avatar, bot den engsten Bezug zu Diablo und spielte sich etwa wie The Witcher, Gothic oder vielleicht Dragon Age Inquisition. Der Spieler begann nicht mit einem Haufen Fertigkeiten, aber durch das Aufrüsten von Ausrüstung kamen schnell Fertigkeiten wie eine Grapple Gun hinzu, die den Nahkämpfer Gegner an sich ranziehen ließ. Als Fernkämpfer sah der Spieler Hellgate aus der Ich-Perspektive, mit der genre-typischen Steuerung und dem entsprechenden Feeling. Bei letzterem entstand eines der größten Probleme von Hellgate London. Denn die Flagship-Crew bestand aus Diablo-Entwicklern und hatte noch nie einen First-Person-Shooter gemacht. Heute, 15 Jahre später, gibt es allgemeine Grundregeln dafür, wie dass eine 360-Grad-Drehung mit einem Joypad 1,5 Sekunden dauern muss und nicht eine oder drei Sekunden. Aber damals musste Flagship alles selbst erlernen. Weshalb das Abfeuern von Waffen sich eher wie die Handhabung einer Leuchtpistole oder Feuerwerkskörpern anfühlte.
Die meisten Waffen hatten keinen Rückstoß und die Waffen, die doch einen hatten, handhabten ihn auf die übelste Weise überhaupt, mit einem schlichten Wackeleffekt für die Kamera, was sich überhaupt nicht kinetisch anfühlte, wie in den späteren Spielen, die Hellgate nacheiferten, also beispielsweise Gearbox, Borderlands oder Bungie's Destiny. Was Hellgate zu einem relativ schlechten First-Person-Shooter machte. Obwohl Flagship von Anfang an ein Action-RPG mit Shooter-Elementen designen wollte, sahen Fans des Ego-Shooter-Genres natürlich die typische Optik und waren vom Gameplay anschließend enttäuscht. Hellgate war einfach Diablo in 3D. Es beinhaltete die gewohnten Identifizierungsschriftrollen, Heil- sowie Mana-Tränke, sockelbare Ausrüstung, zufällige magische Eigenschaften auf Gegenständen und Talentbäume mit verzweigten Verläufen und mehreren lohnenswerten Builds. Dieses Mal sogar getoppt von Synergien, die jeden Punkt in einer Talentgattung sämtliche Talente dieser verstärken ließ. Wie üblich erhielt der Spieler dadurch neue Fertigkeiten, welche sich in der Hotbar verlinken und darüber einsetzen ließen. Wohlgemerkt eine recht hohe Anzahl von 10 oder 12, entgegen den späteren Spielen dieses Genres. Die Zufallsgenerierung der Level war tatsächlich exzellent gemacht. Bei jedem Spieldurchlauf änderte sich das komplette Layout, die Monsterarten und Monsteranzahl, einschließlich seltener Kreaturen und Minibossen. Das Gegnerspektrum reichte von niederem krabbelnden Getier über emporragende Dämonen bis hin zu geisterhaften Erscheinungen, die in den Außenarealen furchteinflößend über den Spielern schwebten. Die gesamte Szenerie war kahl, düster und unheimlich, was extrem gut zum Setting und der überzeugenden Hintergrundgeschichte passte. Im Verlauf der Geschichte gab es einen langanhaltenden Krieg gegen Dämonen, weshalb die Freimaurer zusammen mit den Templern bereits im 17. Jahrhundert unter London ein Labyrinth aus unterirdischen Tunneln baute und sie mit einem mächtigen Zauber versiegelte, der die Höllenarmee draußen hielt. Jahrhunderte später wurden diese Tunnel zum Londoner U-Bahn-Netz, wodurch im Jahre 2038 des Spiels U-Bahn-Stationen die einzigen Rückzugsorte vor den Dämonen waren. Gewissermaßen im genauen Gegensatz zu Diablo konnten dort Händler aufgesucht werden, um Loot zu verkaufen und neue Ausrüstung zu erwerben. Hellgate war durch und durch Blizzard Norths nächster natürlicher Schritt von Diablo 2 zu 3D. Während sich Hellgate konzeptionell grandios entwickelte, kämpfte das Team, besonders was Feedback anging, jedoch mit enormen Problemen. Ihre früheren Arbeitgeber Blizzard Entertainment nutzten für konstruktives Feedback sogenannte Strike-Teams. Entwicklerteams, die nichts mit dem zu testenden Spiel zu tun hatten, aber extrem viel Erfahrung besaßen und somit ideal geeignet waren, das Testspiel zu verbessern. Namco hingegen, die wegen der bereits geleisteten Zahlungen immer noch im Boot waren, waren weder PC-Publisher noch USA-basierend. Von ihnen gab es kein konstruktives Feedback. EA war lediglich für die Herstellung und Auslieferung zuständig und fiel somit ebenfalls raus. Henbit betrieb damals einen reinen Vertrieb und gar keine Entwicklung, also kam von denen auch kaum Feedback zurück. Es lief lediglich auf Aussagen hinaus wie, ihr solltet mehr Social Stuff einbauen. Zudem schlug der enorme Wachstum der Firma im Frühjahr 2007 stark zu Buche. Die Hellgate-Entwicklung hatte zwischenzeitlich zig Millionen Dollar verschlungen, deutlich mehr als jemals geplant. Und Flagship stellte fest, dass selbst wenn sie so viele Exemplare wie bei Diablo-Spielen verkaufen würden, noch immer keinen Gewinn einfahren würden. Das wohlgemerkt, obwohl Hellgate London mittlerweile 6 Publisher und 5 Kooperationspartner hatte. An letztere hatte Flagship Produktionsrechte für Comics, Romane, Actionfiguren und ähnliches verkauft. Das Studio musste zwangsläufig Geld durch das Backend, also Online-Abos, erzielen. Denn durch monatliche Gebühren würde der Betrag viel leichter erreichbar sein, weshalb Flagship im Juni 2007 ein Preismodell fürs Online-Spielen vorstellte. Hellgate sollte monatlich $9.95 bzw. Euro kosten oder $149.99 für ein lebenslanges Abo. Zu dem Zeitpunkt war World of Warcraft bereits ein bombastischer Durchbruch geworden, der mehr als 8 Millionen Spieler in seinen Bann zog. Monatliche Abogebühren waren also nicht mehr direkt ein Fremdwort für die Spielergemeinde und verglichen mit den WoW-Preisen war Hellgate sogar preiswert. Mit dem Begriff Free to Play konnte der damalige Spieler jedoch noch nichts anfangen
Und so war es für die meisten Käufer unverständlich, dass sie Hellgate kaufen und kostenlos online spielen konnten. Wofür sie zahlen sollten, war ein Hardcore-Modus, spezielle PvP-Arenen, PvP-Ranglisten, keine Login-Warteschlangen und die Möglichkeit, Gilden gründen zu können. Was die Käufer stattdessen glaubten, war, dass sie ein schlechteres Spiel bekamen, nicht alle Items erhielten oder ähnlich absurde Dinge. Entsprechend schlecht kam das Konzept bei der Käuferschicht an. Einen Monat später, am 26.07.2007, startete Hellgate Londons geschlossener Beta-Test. Trotz des offenbar undurchschaubaren Preismodells wollten unglaublich viele Spieler an der Beta teilnehmen. Beta-Keys wurden auf eBay für bis zu $400 versteigert und Leute kauften Promotion-Artikel wie Hellgate-Statuen für $185, um einen Key zu bekommen. Die ersten Wochen des Beta-Tests hielt die Begeisterung noch an. Doch bis zum Beta-Ende im Oktober schlug die Stimmung um. Denn trotz unzähliger Beschwerden und Verbesserungsvorschläge reagierte scheinbar kein Flagship-Mitarbeiter auf die Postings im offiziellen Forum. In Interviews taten die Flagship-Studios so, als ob alles in bester Ordnung wäre. Und das Spiel erschien gerade mal 3 Monate nach dem Beta-Test am 31. Oktober 2007. Die ausgelieferte Version war nicht mal mit 1.0 gekennzeichnet, es war weiterhin eine Beta-Version. Den Flagship-Studios war klar, dass Hellgate noch 4 oder sogar 6 Monate Arbeit bedurft hätte, aber sie waren pleite. Namco war ihr ursprünglicher Geldgeber gewesen, wohingegen die anderen Publisher lediglich die Auslieferung handhaben sollten. Die 4 Gründer standen somit vor der Entscheidung, ihr Studio zu verkaufen, um Hellgate fertigstellen zu können und somit wieder in den Blizzard-Urzustand zurückzufallen oder das Spiel einfach abzuschreiben. Um ihr Studio behalten zu können und nicht ihre gesamten Mitarbeiter entlassen zu müssen, hatten sie bereits beschlossen, Mythos zu einem vollwertigen Spiel zu machen, es als solches an Hanbitsoft verkauft und das Spiel sogar als Sicherheit für die neue Geldspritze hinterlegt. Weshalb der Großteil des Hellgate-Entwicklerteams auch bereits bei Anfertigung des Goldmasters zur Weiterentwicklung von Mythos überging. Der Plan des Quartetts war gewesen, die Kosten für die Hellgate-Fertigstellung und den neuen fortlaufenden Content aus den Abonnentengebühren zu bezahlen. Aber entgegen Diablo verkaufte sich Hellgate London gerade 500.000 Mal und die unzähligen Beschwerden der Fans kurbelten die Verkäufe nicht gerade an. Beschwerden, die unter anderem davon ausgelöst wurden, dass Flagships Abrechnungssystem Spielerkonten doppelt Gebühren abbuchte. Außerdem stürzten die Server in regelmäßigen Abständen ab. Unabhängig davon deckten die Online-Einnahmen gerade mal die Server und Nebenkosten ab. Es blieb nichts für die Weiterentwicklung übrig. Sowohl Namco als auch Electronic Arts zeigten sich daraufhin äußerst hilfsbereit und stellten Flagship-Mitarbeiter bei sich ein, damit die Server überhaupt online blieben. Hellgate erhielt infolgedessen jedoch äußerst spärlich Updates. Der erste 0.7-Patch erschien am 19. Dezember 2007, also 2 Monate nach Release, und führte eher zur Verschlechterung des Zustandes. Zahlreiche Fansites stellten kurz nach dem Patch ihren Support fürs Spiel ein. Am 22.01.2008 folgte endlich der Stonehenge getaufte 1.0-Patch. Er brachte für zahlende Abonnenten ein neues Hinkelstein-Areal mit sich. Die Allgemeinheit bekam eine PvP-Arena, neue Animationen und Balancing der Klassen. Hellgate fehlten somit immer noch essentielle Features wie ein Auktionshaus, ein Ingame-Postsystem oder eine accountübergreifende Truhe. Das vorhandene Bankfach war weiterhin charaktergebunden. Es wurde so langsam klar, dass das Flaggschiff sank und somit holten die Gründer parallel Übernahmeangebote ihrer Publisher ein. Diese fielen im Nachhinein, wo sich Hellgate nicht als der erhoffte Goldesel erwiesen hatte, jedoch deutlich schlechter als zuvor aus und außerdem bedurften die Verhandlungen viel Zeit. Weshalb die Flagship Studios zu Commercia Bank ging und dort einen Kredit aufnahmen. Der Kredit entsprach dem typischen Modell der Hollywood-Filmproduktion, wofür das Quartett Hellgate London als Sicherheit hinterlegen musste. Das schlechteste Übernahmeangebot kam zu dem Zeitpunkt von Flagship Studios vermeintlich stärkstem Partner Hanbitsoft. In Korea war Hellgate London erst am 15. Januar mit dem aktuellsten Patch gestartet und innerhalb eines Monats hatten sich über 1 Million Spieler Accounts erstellt, womit es dort der erfolgreichste Start eines Spiels seit Jahren war.
Somit sollte man eigentlich meinen, dass Hanbitsoft ein gesteigertes Interesse hätte, die Flagship-Studios zu unterstützen. Hanbitsoft wurde gleichzeitig aber von T3 Entertainment aufgekauft, einem ebenfalls koreanischen Entwickler, der das Dance of MMO Audition produzierte. T3 hatte beinahe die gesamte Hanbit-Management-Etage ersetzt und sah nun die Chance, viel günstiger an das gesamte Hellgate-Paket zu kommen. Sie brauchten Flagship nur pleite gehen lassen und konnten die Rechte dann zu einem Spottpreis von Commercial Bank erstehen. Genauso geschah es. Am 11. Juli 2008 entließen die Flagship-Studios den Großteil ihrer Mitarbeiter. Deren letzter Gehaltscheck kam tatsächlich aus dem Privatvermögen der vier Gründer. Das Flagship-Studio-Büro blieb weiterhin geöffnet und die Server ebenso online. Lediglich das Zahlungssystem wurde eingefroren. Gut einen Monat später begann ein verwirrendes Wortgefecht im Internet. Hanbitsoft verkündete, sich die Rechte an Hellgate London gesichert zu haben und das Spiel weiterentwickeln zu wollen, woraufhin Bill Roper entgegnete, Flagship besäße weiterhin die Rechte. Tatsächlich hatte Hanbitsoft das Hellgate IP von Commercial Bank erworben und besaß somit beide Flagship IPs. Am 1. August 2008, nicht mal ein Jahr nach dem Launch des Spiels, übernahmen sie ebenfalls die Büros der Flagship Studios. Die amerikanischen und europäischen Server wurden am 31. Januar 2009 abgeschaltet. Für Korea lieferte Hanbitsoft hingegen ein Seoul Map Pack aus und arbeitete an der bereits von Flagship geplanten Fortsetzung Hellgate Tokyo. Es startete nach dem Free-to-Play-Modell mit dem Titel Hellgate Resurrection im März 2010 in Korea. Flagship Studios ehemaliger CEO Bill Roper wechselte drei Monate nach Firmenschließung im November 2008 zu den Cryptic Studios. Dort war er als Design Director für deren Free-to-Play-MMORPG Champions Online zuständig. Ein Jahr später wurde er von den Disney Interactive Studios als Geschäftsführer angeheuert, wodurch er bei der Verwirklichung von Spielen wie Warren Spectors Epic Mickey 2, The Power of Two und Avalanche Software's Disney Infinity Reihe half. Das Brüderpaar Eric und Max Schäfer gründeten wenige Tage nach der Schließung der Flagship Studios bereits ein neues Studio in Seattle. Zusammen mit Travis Baldry und Peter Hu formten sie Runic Games, welche das gesamte 14-köpfige Mysos-Team einstellte. Runic Games machten da weiter, wo sie mit Mysos aufgehört hatten und entwickelten mit Torchlight ein MMORPG im Stil von Mysos und Diablo. Torchlight verkaufte sich mehr als 2 Millionen Mal und bekam im Herbst 2012 eine Fortsetzung, die mehr als 3 Millionen Exemplare umsetzte. Diablo und Hellgate-Erfinder und Programmierer David Bravik wechselte zunächst für ein halbes Jahr zu Turbine Entertainment, wo er an Dungeons & Dragons Online mitarbeitete und wurde dann von Gazillion Entertainment als Creative Director für dessen Marvel Heroes MMORPG angeheuert. Er stieg über Jahre bei Gazillion bis zum CEO auf, bevor er erneut beschloss, eine eigene Firma zu gründen und sich wieder direkt mit der Spielentwicklung zu beschäftigen. Als Greybeard Games designte und programmierte das Ein-Mann-Team das Action-Rollenspiel Lurks Below. David war außerdem als Berater für die Entwicklung von Path of Exile zuständig.